Hallo und willkommen zurück hier zu Greek Memories of Azur im, ja, sozusagen Endspurt mittlerweile, wo wir jetzt schon gen Ende des Spiels unterwegs sind auf unserem 100% Platin Walkthrough. Allerdings muss ich leider sagen, ich fürchte, für die 100% brauche ich ja so oder so einen zweiten Walkthrough mit innerhalb von 3 Stunden und mit nur 5-mal speichern. Aber ich habe das Gefühl, dass ich hier mindestens ein Relikt hier, das hier oben irgendwie habe liegen lassen. Und es scheint mir fast so, als würde ich das auch nicht mehr einsammeln können. Aber vielleicht schaffe ich es noch, alle Rezepte zu kochen. Auch da fehlen mir, wenn ich richtig gerechnet habe, noch 2. Und ich hoffe, dass das jetzt hier eins davon ist. Genau, der Gemüseeintopf. Das ist das Ding, was wir mal ganz am Anfang, glaube ich, sogar kaufen konnten und ich aber noch nicht hergestellt habe. Und ich glaube, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, fehlt mir noch ein Rezept. Aber auch da bin ich mir tatsächlich nicht ganz sicher. Und da hier auch langsam die Zutaten aufgrund des Regens irgendwie alle anfangen zu faulen, wird auch das spannend, ob ich das noch irgendwie darstellen kann. So oder so würde ich jetzt sagen, nehmen wir jetzt hier noch eins dieser Elixiere mit. Das andere habe ich, glaube ich, schon dabei, was hier auf dem Tresen für Ummel rumhockt. Und dann machen wir uns auf den Weg in, wie ich annehme, das Finale sozusagen, oder den finalen Auftrag, den uns hier Zack stellt. Okay, sie haben durch das Teleskop gesehen, das habe ich jetzt nicht mehr gemacht, aber gut, es ist wohl jetzt Zeit. Wir sind bereit, die letzte Mission anzugehen und ich würde sagen, wir machen das. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, dann werdet ihr auch hier den 3-Stunden Walkthrough im besten Fall nicht verpassen. Und bis dahin versuchen wir nicht zurückzufallen und diesmal schaffen wir es. Das sind die Worte von Zack. Los geht's. Und ja, wir sind mittlerweile im 12. Teil. Das Spiel ist nicht groß. Offensichtlich soll ich es ja innerhalb von 3 Stunden durchspielen können. Aber ich denke, jetzt kommt das Finale. Und jetzt heißt es, du kommst gut mit Wille zurecht. Du weißt, mit Boskos umzugehen. Die Winde haben uns erhört. Hier sind keine Urlaks. Warum bleiben wir stehen? Das Kraft von Aldala nicht. Ich habe noch nie auf einem Bosco gesessen, das war richtig aufregend. Greek, wir haben jetzt keine Zeit für so etwas. Der Eingang zum Grab ist unterhalb des Weges. Das stimmt. Ihr müsst vorsichtig vorgehen. Ich weiß, dass dieser Ort den Urkai beschützen soll. Es ist nicht einfach, ihn zu bekommen. Das Aldala-Labyrinth. Wie meinst du das? Es heißt, dass dieser Ort selbst den Cry verteidigt. Ihr habt einander gefunden, trotz der Umstände. Eure Verbindung zueinander wird euch die Kraft geben, diese Mission abzuschließen. Okay, das ist jetzt wohl eher ein Rätsel als ein Kampf. Euch verbindet eine Kraft, die euch zum Urteil führen wird. Glaubt ihr, dass ihr es schafft? Natürlich. Los geht's, wir schaffen das. Wir finden einen Weg. Ihr werdet einen Weg finden, an den Urklang zu kommen. Ich glaube an euch. Wenn die Urlaks den Kai finden, werden sie versuchen, ihn zu zerstören. Wir bewachen den Eingang und lassen keinen Urlak vorbei. Kommt ihr denn klar? Ja, wir können uns verteidigen. Und wir haben wieder Urlak. Das sind die zwei Reittiere hier, okay? Nehmt das Lichtsiegel, benutzt es, um die Tür vom Grab von Aldala zu öffnen. Möge eure Lichter euch leiten. Seid vorsichtig und mögen die Winde euch begleiten. Viel Glück. Tasche voll, mit einer Spitze. Quick. Okay, das ist jetzt aber nicht das letzte Relikt gewesen, nehme ich an, oder? Nee, okay, schade. Los geht's. Hier kann ich noch was kochen, ich habe aber nichts mehr. Von daher würde ich sagen... Oh, guck mal, das hier brauche ich, glaube ich, für mein letztes Rezept. Noch irgendjemand Platz, Mädels? Sind prall gefüllt, ey, Wahnsinn. Ich würde sagen, ich trinke das jetzt einfach und nehme das hier mit. Jetzt ist die Frage, ist das hier schon mein letztes Rezept? Ich glaube, nein. Das macht wieder Pastete. Ich brauche nochmal so ein gelbes Ding, wenn ihr wisst, was ich meine. Das von ganz Anfang, woraus man den Muffin bekommt. Zack. Okay, hier scheint wohl dann der Eingang zu sein.
Ich überlege jetzt gerade noch mal, ob ich das noch probieren soll zu kochen. Nee, aber vielleicht finden wir ja noch was. Wir gehen jetzt hier rein, gucken mal, wo uns das hinführt. Okay, hier muss wohl jeder mal ja einmal rantatschen. Oh, okay. Wir wurden gebeamt. Ah, an verschiedene Orte. Okay, jetzt heißt es wieder. Ach, das finde ich cool. Das meinte ich ja vorhin schon. Wir sind im Grab Aldala. Wir müssen Smokeye finden. Das fand ich ja vorhin schon ganz cool, dass man hier jetzt mal die Fähigkeiten von allen benutzen muss, um klarzukommen. Also, speichern wir mal direkt. Das ist hier der Weg. Das bringt uns nichts. Oh, verdammt. Okay, das ist wirklich wie so eine Art Labyrinth hier. Verstehe. Jetzt muss hier irgendwie jeder... okay, also die müssen sich erstmal treffen hier. Hier lang, was passiert hier? Die Cribes und ihre Energie. Cribes sind kristalline Steinformationen, die aus Baumharz und bestimmt nur in Azur vorkommenden Mineralen entstehen, okay. Unterschiedliche Cribes, okay. Ur-Cribes sind die mit maximaler Energie. Die Plage neutralisieren, sowie das Land und seine Ökosysteme regenerieren, okay. Gut. Ja, sehe ich richtig, hoffe ich. Aua. Verdammt. Komme ich hier durch? Nein, komme ich nicht. Boah, das ist jetzt aber... jetzt muss man echt erstmal rausfinden, wo die Überschneidungspunkte hier sind. Sie kommt hier ziemlich weit. Sie hat einen ziemlich großen Radius, habe ich das Gefühl. Diese Wand scheint mit Arcana Magie vergesiegelt zu sein. Müssen sie irgendwie aktivieren? Okay, da hat sie schon mal was. So. Oh. Oh. Ich habe gedacht, die öffnen die Tür. Das ist wohl nicht der Fall. Die tauschen die Position. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wird ja ein Spaß. Okay, das ist heavy. Das ist heavier, als ich angenommen habe. Ich sammle jetzt, ich wundert euch nicht, dass ich hier Energieheilsachen mitnehme oder quasi einfach aufgebe. Ich will nur möglichst viel Zutaten sammeln, um nochmal vielleicht mein letztes Rezept kreieren zu können. Jetzt gucken wir mal bei Greek. Okay, das ist jetzt wirklich ein Labyrinth. Respekt. Also, ich wusste mich ja teilweise, dass ich einen rechten Orientierungssinn habe. Aber das sieht jetzt so aus, als könnte das richtig kompliziert werden. So, hier, okay. Ich versuche jetzt nur mal so ein bisschen rauszufinden, was für ein Radius wir hier haben. Scheint nicht zu funktionieren. Spitze. Ah, okay, das ist der Ausgang. Das ist ja schon mal gut. Wir müssen uns jetzt ja mal orientieren. Das heißt, wir sind vermutlich mit ihm jetzt hier, mit Creek links oben sozusagen. Der Wind, der durch diese alten Steinformationen weht, die man auch Monolithen nennt. Auch die unterschiedlichsten Geräusche. Okay, ja, ich hoffe, das war jetzt nicht wichtig. Ich habe mir das nur so semi durchgelesen. Da oben war was. Das heißt, ich muss gucken, ob ich hier hochkomme, würde ich jetzt mal behaupten. Da kam ich aber nicht durch, nur mit Rydell. Hier ist die Tür.
Hier könnte ich jetzt Rydell hinbekommen, behaupte ich, weil ich glaube, dass ich ihn jetzt ja in die Mitte geholt habe, sozusagen. Okay. Das war's auch schon mit Greeks Bewegungsradius. Ich glaube, dass ich mit ihm hier hin muss, tatsächlich. Aber sicher bin ich mir nicht. Und jetzt gehen wir mal hier hin. Genau, wir sind nämlich links von ihm. Irgendwie deaktivieren, ja, das wissen wir schon. So, genau, perfekt. Das wusste ich doch, dass ich mit ihm jetzt hier Plätze tauschen kann. Gewinne ich dadurch was? Zumindest kann ich diese Truhe da oben öffnen. Ob mir das jetzt was bringt, weiß ich nicht. Tasche voll. Ah, okay, das bringt mir gar nichts. Das wiederum heißt, vermutlich muss ich jetzt mit ihm hier... Hier da oben war nichts mehr, ne? Das heißt, ich gehe hier hin und gucke jetzt, ob ich mit Creek hier hochkomme. Wow, okay, das ist echt heavy. Da konnte ich nichts machen. Ah, das muss ich mit Dara muss ich da hoch durchs Wasser. Da war nämlich... Hätte ich vielleicht doch mit Rydell hin müssen. Jetzt gucke ich nochmal. Hier hat er angefangen, okay. Ja, also hier muss ich mit Rydell hin. Und dann kann er da hoch. Und kann dann den Clan hierher holen. Oh, okay. Das wird kompliziert, Leute. Gebt mir ein wenig Zeit. Ich muss das mir jetzt vor allem, muss ich mir das einigermaßen merken, um das zügig zu schaffen, wenn wir hier in den 3-Stunden-Playthrough sind. Weil das ist ja die eigentliche Herausforderung, das Ganze noch auf Zeit zu machen am Ende. So. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Also es kann immer nur einer in einem Gebiet sein, wenn ich das richtig verstehe. Bis man das dann geöffnet hat. Jetzt gehen wir mal hier. Ja genau, da kommt wieder meine große Stärke, das Greifhaken werfen zum Vorschein. Also er muss da hoch, hätte ich jetzt gesagt. Ne? Aber da muss ich ja Greek hier irgendwie auch noch herbekommen. Und das schaffe ich, indem ich jetzt mit Adara das Wasser suche, das da oben sein müsste. Zack. Oh. Hier ist ja das Wasser. Vergiss das. Hier, genau. So, jetzt habe ich die beiden Gebiete zumindest zusammengeführt. So dass ich jetzt doch theoretisch Creek hier herholen könnte. Oh, ich glaube, wir sind gar nicht so schlecht. Wir sind gar nicht so schlecht aktuell. Wir tauschen. So, jetzt brauchen wir Creek, weil der muss da oben durch dieses Loch krabbeln. Ich hoffe, ich mache das jetzt hier in der richtigen Reihenfolge und wir sehen nicht irgendwas ganz Großes. Einmal. So. Plätze. Perfekt. Und genau, da ist so ein Marker, den ich aktivieren muss. Das ist der erste, den wir gesehen haben. Okay, ist wahrscheinlich der erste von keine Ahnung wie vielen. Okay. Zack. Das hat das getan. Das ist die Tür in der Mitte. Ja, jetzt... Genau, da sind nochmal Symbole drauf. Das heißt, wir müssen noch mehr Symbole deaktivieren und dann kommen wir da rein. Die Erdurne deaktiviert, die Windrune. Okay, 3 Stück, ja, war klar. Gut,
Das heißt, wir müssen jetzt gucken. Wie es weitergeht. Wir haben jetzt beide in diesem Gebiet und müssen wahrscheinlich jetzt wieder alle ins andere Gebiet. Okay, das war jetzt relativ eindeutig, wie das ging. Wo sind die anderen Runen? Ich guck mal hier runter. Hier war ich, glaube ich, noch gar nicht. Da ist ein Weg für mich, das ist gut. Mach ich mal als erstes das. Einmal hier durch, weil das muss man ja definitiv mit ihm machen. Okay, hier ist auch was für Rydell. Dieses Elixier, was habe ich denn die ganze Zeit mit dem Elixier? Ich brauche Rubine, ich will meine 500 Rubine zusammenbekommen. Oh, 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 verdammt. Okay, jetzt weiß ich, was ich mit dem Elixier soll. Hey, hey, hey. Jetzt, Moment mal. Verdammt, ist der uns die Messe? Ja, jetzt aber. Speichern macht jetzt, glaube ich, nicht so viel Sinn. Irgendwie muss ich Rydell hier offensichtlich hinbekommen. Okay, was ob ich mich das jetzt, das interessiert mich jetzt gerade so gar nicht. Aber lesen wir es lieber jetzt, also in dem 3-Stunden-Playthrough. Okay, die Orakel absolvieren eine umfangreiche Ausbildung. Ja. Vielen Dank für diese Information. Ich nehme an, ich komme jetzt hier an einen Tauschstein, richtig? Ja. Und zwar der hier, okay. Verstehe. So, jetzt passt auf. Jetzt habe ich. Ich habe jetzt den Durchblick. Jetzt muss ich mit Rydell hier zurück und mit Adara tauschen. Okay, das ist wirklich ein Labyrinth. Das haben sie cool gemacht. Das haben sie richtig cool gemacht. Das finde ich echt nice. So, und jetzt wieder mit Rydell hier rüber. Und zwar... Hier müsste das sein. Yes. Zack. Und dann kann der hier weitermachen. Hier, ja, hier müsste das sein. Da hätte ich ja wohl gemerkt mit... Da hätte ich ja mit Greek einfach rüberschwimmen können, fällt mir gerade auf, ne? War das der richtige Weg? Oh, jetzt habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht. Yep, okay, das war völlig verkehrt. Ich sehe schon. Ich habe das falsch gedacht. Das sind die Sachen, die ich mir merken muss, damit mir das nicht... Jetzt habe ich ein Problem. Ja, okay. Verdammt, jetzt habe ich ein Problem. Habe ich gespeichert? Ist jetzt die Frage. An der völlig falschen Stelle wahrscheinlich. Und viel zu lang her. So, er muss mit ihr tauschen. So, das war das Erste, was wir gemacht haben. Das heißt, ich muss mit ihr jetzt holen, da unten. Das ist verwirrend. Ich glaube, hier müsste das sein, ja. So, dann muss sie durchs Wasser schwimmen. Ich meine, auf der anderen Seite, hier war ja auch nochmal so ein Ding, ne? Aber das ist vielleicht... das wird zu weit gehen. Ich tausche jetzt trotzdem nochmal mein Rad hier gegen das hier ein. Das haben wir ja vorhin auch schon gemacht. Dann hier hoch. Zack. Oh. Hopp, hopp, hopp. Und dann geht's hier für sie rein. Die K
kann unendlich die Luft anhalten. Kein Problem. Zack. Und jetzt sind beide hier. Und sie muss mit Creek den Platz tauschen. Und Rydell muss schon mal rausgehen. Es sind drei Symbole auf dieser Tür. Das sind die drei... Wie hieß es? Embleme? Nee. Weiß gar nicht mehr. Das sehen wir gleich nochmal. Das erste lösen. Hier hoch, hier hoch. Zack, zack. So, er muss hier lang. Ah, das funktioniert immer nur so halb so, wie ich mir das vorstelle. Okay, zack. Creek, einmal hier runter. Und er tauscht. Okay, das ist tatsächlich, das geht sehr, sehr schnell, wenn man weiß, wie es geht. Die Frage stellt sich später wahrscheinlich raus, ist die Reihenfolge jetzt vielleicht nicht die schlauste ist, die ich hier mache. Aber das ist jetzt mal deutlich schneller gegangen als beim ersten Mal. Hopp, hier rein. Runter. Okay, so, das ist das erste Siegel. Einmal hier runter. So, und jetzt muss ich nur noch den Weg finden, den ich vorhin mit Greek da gegangen bin, weil das war definitiv der Weg zum zweiten Siegel. Da würde ich einiges drauf wetten. Dann hier runter. Hier runter und dann weiter am Siegel vorbei. Und hier runter muss das gewesen sein. Genau, jetzt gucke ich trotzdem mal, was hier rechts ist. Mal kurz. Jetzt speichern wir hier mal. Nicht den gleichen Fehler machen. Hier geht es auch nur wieder darüber zu dem Tauschstein. Und hier links. Genau, was war hier? Ah, hier war auch noch mal was. Und das muss... Boah, das muss wohl eine Kombi sein zwischen Rydell und Adara, wenn man da schwimmen muss. Vielleicht gucken wir uns das mal als erstes an. Wege nur nicht immer so lang werden hier, verdammt. So, wie war das? Nach links. Und dann runter. Aua. So. Okay. Wobei, das könnte vielleicht auch Creek noch ertauchen hier, behaupte ich. Hier ist der Tauschstein mit dem da drüben. Wofür ich das brauche, ist mir nicht ganz klar, aber okay. Da ist das zweite Siegel. Und da ist ein Schalter. Dafür brauche ich vermutlich Adara. Sehe ich das richtig? Oh, Creek, gib alles. Okay. So, ich stelle mich hier unten hin. Creek macht das so. Okay, cool. Das sieht ja gar nicht schlecht aus bis jetzt. Zack. Zack, dann nehmen wir Creek. Genau das Ding. Und damit haben wir das zweite Siegel gelöst. Ich kann es ja kaum glauben. Und jetzt müssen wir noch zum dritten. Das ist ja auch schon. Was war das denn jetzt? Hey, komm mal. Ich nehme den hier mit. Hier komme ich nicht nochmal hin. Schön. Zack. Weiter. Einmal hier drauf. Oh, wie komme ich jetzt? Wie ging das? Ah, hier
hier war dieser Hebel, ne? Funktioniert das jetzt auch in die Richtung, ist die Frage. Oh! Oh, oh! Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Müssen wir doch mal das hier. Ah, ja. Okay. Moment. Ne, das geht nicht. Oh! Der taucht wieder hier auf. Oh, das ist ja gecheatet. Ich glaube, so ist das nicht gedacht. Aber so machen wir das jetzt einfach. Haha. Okay, dann einmal mit Creek hier wieder unten durch. Und dann so. Okay, nice. Das war sehr gut. Jetzt muss Creek hier unten durch. Und mit Rydell kann ich ja eigentlich schon mal wieder hier hoch zum Taustein. Und zwar hier, genau. So. Und jetzt gucken wir mal nochmal mit Creek hier, was wir jetzt hier genau machen müssen. Hier unten, hier ist definitiv das letzte. Wie heißt das? Interessanterweise habe ich jetzt den Auftrag gar nicht bekommen, ne? Hm, komisch. Zack. Ah, okay. Aber irgendwie habe ich es überlebt. Auch hier speichere ich nochmal. Wir haben 2 von 3. Und jetzt gucke ich diesmal vielleicht erstmal, was hier drüben so passiert. Ah, hier kann man dran vorbei. Ich dachte die ganze Zeit noch, wie kommt denn dann Rydell? Okay, man kommt hier vorbei. Und hier kann man offensichtlich tauchen. Das ist aber eher wieder was für Adara. Heißt, ich brauche Rydell und Adara hier drin. Sehe ich das richtig? Wenn ich Rydell jetzt hier rüberbringe, bringt mir das gar nichts. Weil, dann ist da nichts. Hm. Klar, ich bringe den zum Tauchstein, Tauchstein, das verstehe ich. Jetzt machen wir es hier mal auf. Ich glaube, ich hole erstmal Adara. Ich glaube, das ist der Weg, den wir gehen. Und zwar einmal so. Zack. Und Creek kriege ich ja dann am Ende wieder hier rein. Oh, das wäre fies, wenn ich das wohl machen muss, wie ich mir das gerade überlege. Ich glaube, ich muss dann mit Creek tauschen. Und dann könnte ich alle 3 hier reinbekommen, theoretisch. Wenn ich das richtig verstehe. Ne, 2 kriege ich rein, ja. Okay, nee, aber es geht. Also, jetzt gucken wir erstmal, was wir mit Adara hier machen. Ich meine, es ist offensichtlich, dass ich jetzt hier Rydell brauche, ne? Weil hier komme ich jetzt nicht weiter. Okay, aber dann muss ich vielleicht gar nicht die komplette Aktion machen, dass ich beide hier reinbekomme, sondern ich tausche jetzt einfach wieder. Es war nur wichtig, dass die Tür offen ist. Einmal. Zurück hier an den Taustein und Creek geht zurück und tauscht mit Rydell. Und zwar hier. So, danke. Nein, oh, ich hab schon gedacht, die tauschen wieder zurück. Zack. Hopp. Und einmal hier lang. So, und jetzt muss ich nur dieses blöde Wurfhaken-Gedöns da schaffen, wo ich wirklich Probleme mit habe. Hopp. Okay. Wow, okay, das hätte ich nicht gedacht. Erster Versuch. Muss einfach immer drunter kommen, das ist das Wichtige. Und dann immer nur nach oben. Aua. Aua. Das macht es jetzt natürlich nicht leichter hier. Okay. Da ist es schon. Perfekt. Da ist die 3. Sphäre.
So, und jetzt wird natürlich, jetzt ist der Clou noch, wie kriege ich alle drei dahin? Jetzt passt auf, jetzt kommt nämlich der eigentliche Clou der Sache. Aber ich habe auch da schon eine Idee. Okay, jetzt darf ich natürlich mit Rydell hier nicht sterben, das wäre erstmal nicht so unwichtig. Das war jetzt gerade das Falsche, egal. Oh je, oh je. Also, der erste Schritt dafür müsste sein, jetzt Greek hier wieder reinzubekommen. Denn, ja, genau, der kann hier wieder raus in die Mitte. Und das gleiche machen wir dann mit, wie heißt der, Dara. So. Ich weiß, wie es geht, aber das wird jetzt nochmal knifflig. Also, einmal... War so. Und so, das ist Nummer 1. Täusche ich mich jetzt nicht. Wie kriege ich die denn? Ich glaube, ich muss eher das da oben aufmachen. Das muss ja, er muss ja hier rauskommen. Also ich kriege Creek jetzt in die Mitte. Null Problemo. Aber wie kriege ich Rydell hier raus? Gab's hier nochmal einen Ausgang? Nee, ne? Das ist die Tür. Oh, die hätte ich aufmachen müssen. Oder? Die hätte offen sein müssen hier. Sonst wird das nix. Okay, Leute. Also, da habe ich einen großen Patzer gemacht zu Beginn. Das heißt, ich werde jetzt Creek nach da oben holen. Das machen wir aber alles im nächsten Teil. Und hier die Tür aufmachen. Bringt mir das was? Nee, weil ich kriege ja Rydell dann nicht raus. Bringt mir das was? Hm. Ja, genau. Weil dann kriege ich Creek hier wieder aus diesem Gebiet hier raus. Das wird jetzt... Okay, also ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut. Ich speichere mal. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil. Lasst ein Abo da. Dann verpasst ihr das nicht hier, wie wir uns versuchen, durch dieses Labyrinth zu kämpfen. Und ja, mal die Wege ein bisschen uns zu merken. Denn das Ganze sollen wir später unter Zeitdruck schaffen. Na gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Sehen wir uns hier beim nächsten Mal zu Greek Memories of Azur. Bis dahin und ciao.